Zina spielt der Primetime auf dem Ligastadtplatz und niemand los zu. Also, nein, das wäre wär natürlich. Ehrlich gesagt, haben wir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von den Liedern erwartet. Also ich finde es natürlich unglaublich schwierig. Vor allem mit der Sina bin ich jetzt eigentlich gleich überrascht. Ich hatte das Gefühl, die kommt, singt zwei Takte und nachher machen die Lieder wusch. Sina war ja dann für den Swiss Music Awards nominiert. Und der, wie gesagt, ja, wir unterstützen die Sina. Wir probieren zusammen mit ihr diesen Schuck und Sober alles zu holen. Ich wäre einfach froh gewesen, wenn auf diesem Zettel drauf gestanden wäre, dass man Jocka mitnehmen soll. Weil, hätte ich gewusst, dass wir so lange vorne sind, ja, hätte ich mich definitiv wärmer angelegt. Es war echt ein bisschen kalt gewesen. Sina habe ich nicht gedacht. Also Sina ist enorm weit weg gewesen, obwohl das eigentlich so nah ist. Also nicht nur wegen Wallis, sondern wegen Swiss Music Awards. Vielleicht müssen wir noch zuerst erklären, dass am Anfang das eigentlich nur ganz wenige Leute gewusst haben, so zwei, drei. Es hat schon Leute gegeben, die sie kennt haben und sind ein bisschen mehr gestellt. Gell? Und nachher jetzt andere, die sie wahrscheinlich vielleicht auch nicht erkannt haben. Und drei und zwei und eins und go. Ja, nein, von diesem Aspekt war immer leicht gewesen, zu bringen auf dem Stadtplatz. Frisch ist, glaube ich, rede auch im Sinn von meinem Gitarrist. Frisch ist Fisch. Behalten wir in Erinnerung. Es hat einen kleinen Zwischenfall gegeben im Parkhaus, im Veriparkhaus. Du in Ischi Online-Redaktion anleibst und sagst immer, hey, ich habe Foto, ich habe Bewegtbilder und Sina, die spielt hier. Ja, dank der Spontanität vom Radio Rotten bin ich heute hier. Er hat mich gefragt, ob ich die Strassenmusik machen will. Und der Champion von Dach hat Zeit gehabt, ich auch. Und so haben wir das Programm kurzfristig umgestellt und sind hier und schauen mal, was heute alles passiert. Wir reden, es hat keinen Überraschungsgast, es ist irgendwie alles ganz schnell gegangen. Oder hat es geheißen, aber das machen wir jetzt, Zettel ziehen. Und das war eigentlich wohl einmal Aufbruchsstimmung. Ja, ich bin da relativ kurz vorher gekommen, die Kameras noch aufgestellt. Und nachher ist eigentlich sie schon gekommen. Also von dem her gesehen, ist eigentlich alles recht schnell gegangen. Lustigerweise ist ja das Datum, wo wir es gemacht haben, Workshop gesehen von einer Moderation, von einer Unterhaltungsabteilung vom RRO. Ja, ich habe mich das schon irgendwie so der, also es ist ja immer wieder der Workshop gekommen, es ist immer näher gekommen. Irgendwann war ich Nachmittag um 3 gewesen. Und dann heisst es ja, Sina ist jetzt da, ich bin sie abholen. Und danach, wirklich so der Moment, wo der Sina so ist, in das Zimmer kam, wie der Workshop, da habe ich mich schon so gefragt, oh, wie ist denn jetzt die Reaktion vom Team? Jean-Pierre Fondach, mein Gitarrist. Hallo, ciao. Ich habe gesehen, ich soll hier einen Vortrag halten, wo ich mich interessiert habe. Machtest du jetzt das? Also, weißt, ging jetzt einfach also total also unvorbereitet, das ist ja das falsche Wort, sie hat ja das schon vom Kasten. Aber einfach vor die Leute spielen, du hast keine Ahnung, wer reagiert, wie ich und vielleicht etwas Unvorhersehbares oder blamiere mich vielleicht. Also das habe ich mich schon gefragt, wie kommt denn das raus und was sagen denn die Leute und wie ist die Reaktion nachher von Leuten ganz grundsätzlich? Also ich bin wirklich, ich bin heute mit dem Champi im Zug gefahren und wir haben gesagt, wir legen auf das ein, was kommt. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie die Leute reagieren und ob die Leute reagieren. Aber als ihr mich angefragt habt, ob ich komme, habe ich gefunden, das Experiment, das reizt mich. Ich weiß absolut nicht, warum das Zine auf einmal in meinem Auto ist gelandet. Weil normalerweise habe ich nicht einmal den Job eigentlich gefasst. Und ja, es war wieder ein super Gau. Monja nimmt einmal kein Auto mit und ist Taxischauffeur. Dann bin ich schon raus gewesen. Aber ich hatte am Tag dummerweise das Auto mit. Und da ich bekannt bin als beste Chauffeur von unserem Team und Autofahrerin, gell, Raphael? Ich sage mal, erstbeste Fahrerin vom hinteren Feld. dann hat es aufgegangen. Sie hat nicht nur fahren, sie hat gleich um euch noch mit der Sina ein Interview machen. Ja, im Oberwollen sollte ja das für dich kein Problem sein. Der Kunde ist sicher auch ein grosser Mann, Sina da. Freitag und Nachmittag zu Brigo oder zu Fisch, gell? Man kennt ja das, man will ja nicht zu vorderst stehen. Man ist irgendwie, so wie in der Veranstaltung, in der Gemeindesversammlung, die erste Reihe, die leer bleibt.
So bin ich jetzt gespannt, wie weit zurück das die Leute zuhören. Du könntest jetzt einfach sagen, ja, nur los, verkommen ist okay, verkommen nicht. Ja, Tompi, ich habe ja eigentlich einen schon daheim. Und sogar noch wahrscheinlich der Wichtigste sowieso, gell? Und jetzt einfach zu sagen, ey, shit, doch, doch, dann holen wir zusammen. Es ist wie so eine Gruppe, die sagt, doch bewegen wir jetzt etwas. Und das macht eigentlich die ganze Dynamik uns. Und so unwichtig ist mir der Stein aber gleich nicht. Ja, die grosse Frage ist eigentlich wirklich, wenn jetzt eine Künstlerin, und ich sage mal, im Oberallis ist Sina sicher eine der bekanntesten Künstlerinnen, wenn die auf die Straße steht, zusammen mit dem Jean-Pierre, dem Gitarrist, und anfängt zu singen, was passiert? Ab ins Parkhaus. Im Parkhaus. Was fragst du so Sachen? Das muss doch jetzt einfach niemand wissen. Das hat doch keine Flöte zu interessieren, wenn es um das Video geht. Niemand. Ich habe einen perfekten Parkplatz gefunden. Und einfach dreimal müssen, ein bisschen uns holen. Und dann in der nochmal müssen wir uns fahren, dass der Zina aussteigen kann. Das ist nicht irgendein. Ja, jetzt wird es der Hiapa. Ja, genau, das machen wir jetzt gut, gell? Weil ich bin natürlich. Ich würde sagen, also, Karin immer ein bisschen ja. Das so ein gutes Auto. Wirklich? Ist das so? Ja, weißt du, das ist gerade dich auch zwei soll fahren. Ist eigentlich fast lebensgefährlich. Ja, nachher hat dein Auto ist ja ein Hybrid und das hat ja nur so komische Ideen gemacht und das hat der Zina heute total witzig gefunden, weil sie das noch nie erkennt. Ja. Mach mal gerade noch, wie es macht. Also, wir steigen wir jetzt raus. Das ist mein Auto. Nein! Ja, weil ich will rückwärts fahren. Das ist ein Hybrid, halb elektrisch. Oh, nicht sein. Ja, und macht das so? Ja, weißt du, wenn das die Leute kehren, dass das Auto kommt. Das ist aber gescheit. Ja, Zina war ja dann im Parkhaus gesehen, aber es geht noch so Nützer. Ah, ja, das stimmt. So Nützer uns hat gelassen. Wow, wow, wow! Ich habe schon irgendwie so. Wenn wir dürfen das Flixi gefahren, also wir sind ja glaube ich zusammen im Auto gewesen. Wir haben zwar nicht wirklich über das geredet, aber ich habe im Hintergedanken schon gehabt, was wenn die jetzt da spielt und es kommt einfach kein Kotz, irgendwie in die Nähe kommen. Zina spielt zur Primetime auf dem Liga-Stadtplatz und niemand lässt zu. Das also nein, das wäre nicht. Also, das wäre natürlich, da wäre immer daran nicht gerecht worden aufgrund ja. Von ihrer ganzen Background. Wenn du so als Künstlerin, die gewünscht ist, grosse Säle in der Schweiz zu füllen und ausverkäufte Konzerte spielt und eine riesige Fangemeinschaft hat, sehr eine treue Fangemeinschaft. Und nachher spielst du einfach mal Fitlerblut ohne eine Box, ohne nichts auf dem Sebastiansplatz. Ja, das kennst du gut. Sie war auf einmal voll in ihrer Rolle drin. Sobald sie hier anfing zu singen, war sie voll in der Rolle drin. Jetzt ist Performance. Mhm. Es hat schon Leute gegeben, die sie kennt haben und ein bisschen mehr gestellt. Gell? Und nachher jetzt andere, die sie wahrscheinlich vielleicht auch nicht erkannt haben und weitergelaufen sind. Und schau mal, auch der Walliser. Das war beides, ja. Der Walliser ist nicht der, der oben und yeah und schau mal, ja. Der dort hinten ist ein bisschen duscheln und schau, was passiert jetzt. Und ich habe mich selber verwitscht, wenn ich der Monia oder Tizi gesagt habe, ja, hallo zusammen, Oma Zina, das glaube ich ja nicht. Jetzt muss ich voll das Foto bretschen für Insta, oder weiss der Gucker, was soll's. Auf einmal war man da voll drin in der Rolle. Voll drin, also eigentlich, das, was wir gespielt haben, haben wir selber wahrscheinlich am Schluss noch geglaubt. Ja. Aber die Geschichte war eigentlich noch witzig, als du in unsere Online-Redaktion anleitest und sagst, hey, ich habe Foto, ich habe Bewegbilder und Zina, die spielt hier. Und dann sind wir zurückgefahren auf Wisp und alle zusammen auf dem Handy. Ist drauf, ist drauf, ist drauf, jetzt ist drauf.
Also gut, ich weiss halt nicht, ob das irgendeine Konsequenz hat, weil ich wirklich Rebecca Schüpfer ist eine Online-Redaktorin, ja, auch gelitten, gell? Aha. Und die glaubt das bis heute, dass das wirklich einfach der Gott hier per Zufall passiert ist. Also, ich weiss nicht. Ja, ja, vielleicht kann man es mit dem Gipfel gut machen, ja, wenn es Biss Blut gegeben hat. Was ich mit der Rebecca hat, definitiv nicht das Gefühl. Nein, auch nicht das Gefühl. Becky, sorry. Also in Südamerika war das eigentlich total anders. Also meine Frau ist ja von Südamerika und ich kenne es ein bisschen wegen dem. Da sind die Leute eigentlich viel direkter und viel emotionaler. Also die reagieren auf Musik total direkt und fanden eigentlich der Show fast wie sich auf bewegen und stellen. Und das bockt die da eigentlich die Leute, ja. Wird man gechillt? So. Das Alter gibt gewisse Brüder, die denkst, jetzt kannst du eh nichts machen. Warten wir. Ist das effektiv das Alter? Ja. Mensch? Ich glaube schon. Weil ich bin früher aufgeregter, also nervöser. Oder weißt du, in 5 Minuten zu spät kommst du ins höhere Theater. Und jetzt denke ich, hey, ich habe es probiert, es ist nicht gegangen. Es ist kein Beinbruch. Ja. So reden. Du kannst es ja nicht ändern im Moment. Ausser du jetzt hier natürlich. Es hat ja eine kleine Zwischenfall gegeben im Parkhaus, im Veri-Parkhaus. Sind wir ausgefahren und die Korn wahrscheinlich einen kurzen Moment das Gefühl gehabt, scheissige weniger weit. Und dann musste mal einen Vollbremser machen, was Zina so recht durchgeschüttelt hat. Ich wollte aber an dieser Stelle sagen, dass Zina nachher eine super Frisur hatte. Genau das hat es einfach gebraucht. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin halt oft am Land ein bisschen abgeschossen. Okay. Dann gehe ich mit dem Auto auf Lenzburg und von da bin ich über Meschen gezogen. Jawohl. Wirklich so eine Ö-Faulerin geworden. Bist du erste Klasse oder zweite Klasse? Und nachher, wenn du da durchhockst, dann kommen die Leute zu dir und hocken sie da und sagen, hey, Zina. Zwischendrin? Vorgestern zum Beispiel kam eine Frau und hat gesagt, ich kenne sie, ich sage kein Wort, sie können sich ich störe nicht. Und nachher habe ich gesehen, das ist kein Problem, wir machen hier so Doku. Wenn ihr etwas wissen wollt, können wir nicht. Dann haben wir irgendwann mal über das angefangen zu reden und es ist rausgekommen, dass dort mir auf einmal gesagt hat, hey, ich habe früher euren Nachtclub geschafft. Beim DRS1. Ah, oh, wirklich? Ich habe doch die Sendung moderiert. Und, sorry. Immer. Ja, Entschuldigung, Raffi, du nicht immer so saublöd. Entschuldigung, Gordon. Nein, keine Sache. Ja, und wenn sie sich arbeiten, haben sie am Morgen im Papier meine Ansagen gefunden. Nein! Weißt du, was ich jetzt erschreckt habe und weggeschossen. Aber wie lustig ist das denn? Und jetzt machst du natürlich alles digital. Und damals hast du deine Ansagen zum Teil uns geschrieben oder am Kompi und uns geladen. Und dann haben wir uns hier kennengelernt. Wir sind immer ja. Und in der anderen Nacht geschafft hat sich. Es ist nie begegnet. Und jetzt, 20 Jahre später, per Zufall, gibt's ja in so einem Abteil von der SBB. Ja, das ist eine lustige Begegnung. Ey, los, aber. Einmal, das weiss, das ist eines der wenigen Mal, was unangenehm war. Wo eine Frau, ich hatte Fieber, so hinmüssen und habe mich wirklich himmeltraurig gefühlt. Dementsprechend habe ich uns gesehen. Und dann kommt eine, läuft an mir vorbei, kommt wieder zurück und fragt, seid ihr Zina? Und dann habe ich gesagt, ja. Sagt aber, also, ihr seht im Fernsehen schon sehr viel jünger. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist gut möglich. Ich habe einfach probiert, das Gespräch so kurz wie möglich zu halten. Nicht daran jetzt zu erklären, warum ich jetzt hier mit Fieber hocke und wahrscheinlich schon nicht gerade der Beste stehen habe. Aber dann wollte ich mit mir darüber diskutieren, ob das jetzt das Make-up sei oder die Kameras oder wieso ich jetzt so alt aussehe.
Das ist eigentlich das einzige Mal, wo ich gedacht habe, bitte lauf weiter. Sina, jetzt hast du gerade zum ersten Mal oben an Zbrig dein erstes Strassenkonzert, Musikkonzert sozusagen gegeben. Ja, sag mal, wie war es? Gut. Ich bin mir einfach nicht gewohnt, also kein Mikrofon in der Hand zu haben. Ich bin nicht gewohnt, dass es rundum ein Gewusel ist, dass die Leute umeinander laufen. Und man ist halt einfach nicht verstärkt. Eben. Also es bleibt so ein bisschen vorne dran. Also der Champi und ich müssen recht müssen, auch in die Seite greifen und ich ein bisschen Gas geben. Aber die Leute haben gehört und geklopft und ein paar sind vorbeigelaufen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Los von einem Strassenmusiker. Jetzt haben wir das heute mal selber erlebt. Jetzt, wie geht es weiter? Jetzt wollen wir gerade noch mal schauen, ob ein Unterschied existiert zwischen Brick und Fisch. Ob die hier ein bisschen mehr tanzen. Wir sind hier so geschlossen gekommen. Und jetzt heisst es so, Zina macht sich zwei Gegensätze davor. Und nachher habe ich gehört, Englisch, Französisch. Und dann denke ich so, shit, ich glaube, hier ist halbe Lunza da. Kennt ihr hier überhaupt jemanden? Aber hast du aber einfach gemerkt, sobald dass der Walliser das Polo einen Finger hat, geht es einfach ringer, gell? Ja, das hat schon etwas. Ja. Also es ist, von der Stimmung her, es ist lockerer gewesen. Mhm. Und ja, das Brig ist vielleicht ein bisschen mehr so der Durchgangs Fussgänger, die sind durchgelaufen und die Fisch sind halt viele Leute schon umgestanden und dann haben sie automatisch mehr angefangen mitmachen oder so, habe ich halt das Gefühl. Und das Glas hilft sicher auch, das Glas im Eisen, habe ich das Gefühl, das ist schon so. Ja, es ist, ich erinnere mich an eine Freude. Ich schätze jetzt einmal, aufgrund des Erscheinungsbildes könnte ich einen asiatischen Hintergrund haben, der voll mit ihr anfangen zu tanzen und mit ihr anfangen zu reden. Und war total fasziniert von der Musik. Was wahrscheinlich, also muss nicht sein, vielleicht hätte ich das alles verstanden. Da würde ich mich jetzt nicht festlegen. Ja. Aber die Möglichkeit ist heute auch, dass sehr wenig hat verstanden. Aber sie hat einfach frei gehabt an der Person, ja, dass sie da Musik gemacht hat. In allem, ich bin total happy. Es waren 3 Stunden. Die sind vergangen wie im Flug. Das war cool. Ja, das war wirklich cool. Also ich habe es auch sehr spannend gefunden. Ich bin zwar, ich muss nachher sagen, ich bin hudelwatz. Fisch oder Brig, was war jetzt besser? Ich muss sagen, Fisch hat definitiv hat die Goldmedaille. Aber es ist natürlich einfacher, wenn der Büromarkt ist und die Leute schon alle zusammen am Ort sind. Aber das hat jetzt, das macht schon Spass, wenn du so eine Interaktion kannst haben. Somit bin ich zerklipft, als ich auf Schiebe zugegangen bin. Aber jetzt habe ich ein paar Aargauer kennengelernt hier noch. Und ein paar Walliser, die mich nicht kennt haben. Also Frisch ist, glaube ich, rede auch im Sinn von meinem Gitarrist. Frisch ist Fisch. Halten wir in Erinnerung. Wenn wir beide zusammen gleich nehmen, beide Konzerte, Kurzkonzerte. Ich habe vorher gesehen, da haben zwei noch miteinander gewettet, dass ich das nicht bin. Und am Schluss, als der Walliser Deutsch kam und den Song kennt, war das klar. Ja, also es hat einiges Überraschendes gegeben. Das ist in einem Konzert in dieser Form natürlich nicht der Fall. Ich mache sehr gerne wieder Konzerte, aber es war jetzt ein schönes Abenteuer. Merci vielmals, Sina. Danke vielmals. Schöne, gute Heimfahrt. Merci. Ah, also, es war einfach die Zähne. Ja, Sina hat das super gemacht. Und auch die Leute, die nachher, wir haben nachher ein bisschen so gefragt, Leute, die standen geblieben sind und zugeschaut haben, wie hast du das geworden und so. Und alle haben einfach gesagt, Sina, das ist einfach, die ist echt, die ist authentisch, das ist eine von uns, die ist Walliserin, die Redner Walliser, die ist wieder in der Schnabel gewachsen ist. Und sie hat das wirklich ernst gut gemacht und sie hat euch sofort den Draht zu den Leuten gegeben. Und natürlich, was euch bleibt, ist halt das, was wir immer schon gewusst haben. Sina ist einfach absolut eine coole Frau. Ja, also sie ist ja immer wieder, das ist unglaublich, die Präsenz. Der Mensch ist wirklich ja, sehr, sehr schön. Die Begegnungen sind eigentlich immer ganz schön. Ton und Bild. Ton und Bild. Und euch, wenn die Kamera abgestellt ist, ist eigentlich
ist immer schön, solche Menschen kennenzulernen, weil die sind aber neben der Kamera oder dem Foto sind die halt auch immer sehr, sehr spannende Menschen. Mhm. Ja, quasi der Mut zum Risiko. Richtig. Und ja, der Mut, andere Wege zu gehen. Genau, und jetzt muss ich gehen. Soll ich nochmal einen Bericht kommen? Nein, das ist nicht.